Hallo und moin, ich bin's wieder, eure Annehilde aus Ostfriesland. Wisst ihr, was das ist? Ja, Handvoll Strucken, also Sücht und Aß und Struckbesen, also eine Handvoller Sträucher, sieht aus wie ein Struckbesen. Also Struckbesen schmieden, das wird ja hier in Ostfriesland um diese Zeit ohne Ende gemacht. Aber das möchte ich heute nicht mit euch machen. Aus diesem Struckbesen, also aus zwei davon, entsteht eine richtig tolle Tasche. Und was brauchen wir, um ein Struckbesen, sagen wir jetzt mal, um ein Strauchbesen, es ist ja letztendlich ein Strauchbesen, fertigzustellen? Viele verschiedene Sorten an Sträuchern. Wichtig ist, dass die so ein bisschen biegsam sind, dass wir dann nachher auch eine richtig tolle Tasche rausformen können. Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, ne? Wie funktioniert das? Ich zeige es euch heute. So, und dann machen wir das einfach so. Ich habe hier mal schon so ein paar Zweige. Hier sind schon mal wie Birke, Weide, Heidelbeere, Moorbirke. Ich glaube, das ist irgendwas, keine Ahnung. Hier habe ich noch mal so ein bisschen was Getrocknetes von hinten mir rausgesucht. Das ist sag mal eben Rosmarin, ne? Und auch sowas kann man ruhig so ein bisschen dazwischen. Schön wichtig ist, dass es halt abwechslungsreich ist, ne? Dass man von allem immer so ein bisschen hat. Und ihr seht ja, diese Zweige hier, die kann man ja, weiß ich wie, biegen. Und da machen wir jetzt einfach mal eine Handvoll zusammen. Gucken, dass wir die langen Zweige auch schön alle so in einer Länge da reinpacken, so ein bisschen unterschiedlich. Und wickeln das dann hier mit Wickeldraht, diesmal mit richtig festem Wickeldraht, schön zusammen. Und richtig stramm drumherum. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das muss nachher richtig gut halten. Also da richtig ziehen, ne, damit das echt gut heulen deit. Und zwei davon habe ich jetzt fertig. Und es sieht ja auch schon so schön aus, ne? Also man kann auch viele Zweige einfach durcheinander wickeln und so in die Vase stellen. Und es schaut auch einfach nur schön aus. Aber wir machen heute eine Tasche raus. So, und wir legen jetzt diese Zweige so zusammen. Schaut mal. Einfach so, dass es ungefähr hier schön dicht ist. Und dafür brauchen wir jetzt Myrtendraht. Ne? Der ist schön, ganz dünn und braun. Der fällt gar nicht auf, da sieht man die Technik gar nicht. Den wickel ich jetzt hier einfach mal drum. Und das ganz Wichtige ist jetzt, hier jetzt locker drumherum zu wickeln, so dass die Zweige von der Seite und von der Seite alle so ein bisschen zusammenbleiben. Aber nicht stramm, ne? Also wir müssen das wirklich so ein ganz bisschen locker machen, damit wir gleich noch so ein bisschen Spiel haben und das noch so ein bisschen auseinanderziehen können. Und wir haben die Taschen früher ohne Ende gemacht, ne? Also war das schon ein paar Jährchen her, da haben wir da ganz, ganz viele von gemacht. Die haben wir super gut auch bei uns im Geschäft immer verkauft und manchmal vergisst man das einfach. Und irgendwie ist mir das wieder, habe ich wieder drüber nachgedacht, weil wir demnächst Struckbesen schmieden haben von der Nachbarschaft aus. Und da habe ich gedacht, da kann man ja auch die Taschen rausmachen. Und ich bin gespannt, wie ihr das findet. Also das war oder ist wirklich wunderschön, vor allen Dingen mit den Frühlingsblüher, die wir gleich auch noch brauchen. So, ich denke, das reicht jetzt erstmal. Ich verhakel das jetzt hier. Das ist ja auch das Schöne an dem Myrtendraht. Man kann da ja wirklich so toll mit arbeiten, irgendwo verhakeln. Man kann sich nicht dran verletzen, weil das wirklich so dünn und fein ist. Aber hat große Wirkung bei der Arbeit. So, jetzt geht's los. Und jetzt seht ihr, was ich meine. Toll, ne? Aber wir buchen noch einen richtig dicken Knüppel und den habe ich mir buchen all zurecht schnippelt. Also wir brauchen echt einen riesen dicken Zweig und den habe ich mir draußen schon mal zurecht geschnippelt. Und der wird jetzt hier drunter gesteckt, ordentlich festgesteckt, sodass es auch einigermaßen gut hält. Und auf der anderen Seite gleich nochmal. Und dafür lehne ich das jetzt mal hier so ein bisschen an. Und einmal rein, mal gucken. So, das wird nachher noch richtig schön stramm, dann hält das auch noch mal. Man kann hier auch noch mal so ein bisschen drumherum wickeln. Da gucke ich gleich mal, ob wir das noch brauchen. So, jetzt gucke ich, aha, hier schießen welche raus. Das bedeutet, wir müssen noch mal ein bisschen nachwickeln. Oder man kann die natürlich hier auch so ein bisschen reinflechten, das geht auch. Aber ich wickle lieber noch mal so ein bisschen mit Draht nach, damit wir unten das auch ein bisschen fest haben. So, und wenn ich jetzt merke, hier unten, da fehlt noch ein bisschen Gestrüppel, dann machen wir anschließend noch einfach was rein. Wir legen hier noch was rein, wir schnippeln die harten Stiele so ein bisschen ab, stopfen das hier noch mit rein und hier unten wird es dann so richtig schön buschig. Hier auch nochmal von der Moorbirke, ist auch immer sehr, sehr schön zu verarbeiten jetzt in dieser Zeit. So, was haben wir hier noch? Nochmal ein bisschen Moorbirke, so, damit wir es hier unten auch richtig schön dicht kriegen. Oh, guck mal, hier noch so ein bemooster Zweig von der Heidelbeere.
der kommt da auch mit rein. So kriegen wir schon richtig gleich eine gute, feste Unterlage. So, jetzt wickele ich noch mal ein bisschen mit Draht drumherum und dann bin ich mal gespannt, wie es gleich ausschaut. Und alles, was so ein bisschen übersteht, stopfen wir wieder so ein bisschen rein oder wir schnippeln es einfach ab. So wie hier, man kann es dann wieder so ein bisschen reinschlängeln. Und die Tasche ist jetzt eigentlich schon fast fertig. Soll ja auch noch ein bisschen geschmückt werden mit ein bisschen was Blumiges, ein bisschen was Frühlingshaftes. Und ich habe mir da unten überlegt, was machen wir da jetzt so rein? Auf jeden Fall muss hier unten noch irgendwie so ein bisschen was an Gestrüppel rein. Tja, man kann tatsächlich heutzutage Stroh kaufen. Und dieses Birkengestrüpp, das gibt es in so kleinen Tütchen. Naja gut, man kommt ja nicht einfach mehr so an Stroh ran. Aber das ist auch richtig schön naturhaft. Man könnte das jetzt natürlich hier unten reinlegen. Nee, passt nicht so. Aber dieses Birkenzweige-Tüdelkram, das nehmen wir jetzt. Das ziehe ich auch noch so ein bisschen auseinander und lege das da hier unten einfach mal rein und versuche das mal so ein bisschen mit Efeunadeln reinzustecken, damit da so ein bisschen Halt reinkommt. So, dann haben wir hier unten quasi wie so ein kleines, ja, ich würde fast sagen Nest, ne? Und da habe ich dann auch schon mal mir ein bisschen was vorbereitet, wie hier zum Beispiel die Primel. Die habe ich jetzt einfach in Filz eingewickelt, ein bisschen Folie drumherum, dass man beim Gießen nicht gleich das ganze Wasser immer auf dem Tisch hat. Ne? Hier unten, seht ihr? Und die stecke ich jetzt hier so ein bisschen in das Gestrüpp rein. Und das Tolle ist, das Gestrüpp gibt der Primel jetzt so ein bisschen Halt, dass sie nicht gleich herausfällt. So, ne? Schaut mal, toll, ne? Man kann so mit der Tasche losgehen. So, was habe ich hier? Ein kleines Harztöpfchen. Mit den ersten kleinen Stiefmütterchen sind die nicht schön mit ihrer weißen Blüte. Weil ich mag es ja ganz gerne, wenn es so ein bisschen Ton in Ton ist. Aber den klebe ich jetzt allerdings da unten ein bisschen fest, damit er nicht gleich wieder rausrutscht. So. Der verhakelt sich und den machen wir so ein bisschen mit Heißkleber. Jetzt müssen wir einen kleinen Moment warten, bis es auch fest ist. In der Zwischenzeit fange ich schon mal an, hier oben so mal so ein bisschen noch was zu dekorieren mit Moos zum Beispiel. Hier machen wir einfach mal einen Tuff Moos dran. Was haben wir denn hier unten noch? Ich muss mal eben gucken. Ah, ich nehme einfach mal eine Handvoll mit. Hier meine Lärchenzweige. Klebe ich auch mal so ein bisschen da dran, damit das aussieht, als wenn das von der Natur so gewollt ist. Hier so ein bisschen was dran. Ach ja, da kann man ja überall mal gucken, was man so ein bisschen hin und her tüdeln möchte. Dann habe ich hier noch, schaut mal hier, die kleinen Perlhyazinthen mit ihrem Wurzelwerk. Die werde ich jetzt einfach hier in dem Drahtgeflecht so reinklemmen. So, schaut mal hier, man kann dann mal so ein bisschen am Draht rumziehen, drum herumlegen. Wurzeln natürlich ein bisschen nach unten hin, damit es auch so ein bisschen schön ausschaut. Dann kommen die da unten noch mal so ein bisschen zwischen. Dann nehmen wir noch etwas Polstermoos. Auch das kann man immer noch mal so ein bisschen überall verteilen, mit reinlegen. Oder normales Moos geht natürlich auch. Da gibt es ja schon so viele verschiedene Sorten, ob das Graumoos ist oder. Ich denke mal, so langsam nimmt es Gestalt an. Und ich finde, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt kriegen wir auf der anderen Seite noch. Auch hier muss natürlich noch ein bisschen was passieren. Gerade solche Kleinigkeiten, was ich hier jetzt so draufklebe, die machen offene Gestaltung aus. Ne? So ein paar Sachen. Und wenn es eine Tonscherbe ist, die irgendwo noch rumliegt, ne? Auch die kann man noch gut nehmen. Auch hier werde ich nochmal die Perlhyazinthe reinklemmen. Ich habe ja noch ein paar. Der kommt noch hier auf diese Seite. Ja, guck mal, das hält sogar. Da kann sie schön aufblühen. Ja, jetzt habe ich noch eine Kugel. Ne, die passt doch nicht mehr hin. Aber, ach ja, hier, Graumoos, schon wieder fast vergessen. Das kommt dann hier auf die andere Seite. Und ihr seht, hier oben habe ich einfach um die Drahtbindestelle so ein bisschen von, hier nennt man das Bohnenband drumherum, ne? Bonchiband, sagt wie hier in Ostfriesland. Und wusstet ihr eigentlich, dass Plattdeutsch eine eigenständige Sprache ist? Also ich wusste es bis dato nicht. Klar, wieder mal nicht gut informiert. Also wir sind zweisprachig. Ist doch echt der Knaller, oder? Aber das ist schon seit 1999 so. Ich habe das mal nachgelesen und ich finde das richtig klasse. Und das ist kein Dialekt. Wir haben eine richtig tolle Sprache. So, was mehr? Also ich finde, das ist richtig fein.
Und man kann tatsächlich mit der Tasche, wenn man möchte, spazieren gehen. Nein, dafür werden wir sie natürlich nicht verwenden. Die soll schön bei uns vor der Haustür als Deko schön prächtig stehen oder in der Wohnung. Gar kein Problem, könnt ihr da auch irgendwo schön hinstellen. Vielleicht macht ihr noch einen kleinen Teller runter, dann kann ja auch nichts passieren, wenn das mal mit Wasser so ein bisschen problematisch wird. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Deko-Idee, vielleicht auch zum Hängen. Ne? Kann ich mir auch super gut vorstellen. Zwei so unterschiedliche, in unterschiedlichen Höhen zum Hinhängen. Naja, ihr habt ja auch ganz, ganz viel Fantasie. Ich kriege ja immer viele Fotos geschickt und das finde ich richtig klasse und bin gespannt, was jetzt kommt. So, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Liebe Grüße aus Ostfriesland, eure Anne Hilde. Und ich glaube, ich führe meine Tasche jetzt doch mal ein bisschen spazieren, oder? Tschüss! Und wenn ihr noch nicht genug habt von mir und meinen naturhaften Ideen, dann abonniert doch gleich meinen kostenlosen YouTube-Kanal. Damit ihr nichts mehr verpasst, dürft ihr natürlich auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und ich habe natürlich noch ganz, ganz viele Ideen. Das findet ihr unten hier in den Videos.